Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Easy Money. Ich weiß, es ist schon wieder ein paar Wochen her, dass wir eine ELF-Reaction am Start hatten. Leben ist in den Weg gekommen, was soll ich euch sagen? Ich probiere trotzdem so viel wie möglich Content noch zu bringen. Deswegen haben wir heute die Reaction auf die Helvetic Guards oder Helvetic? Helvetic? Keine Ahnung. Gegen Rhein Fire. Warum ausgerechnet dieses Spiel? Ich habe natürlich schon mitbekommen, dass Rhein Fire irgendwie jede Woche extrem rasiert. Und deswegen will ich wissen, was zum Geier da los ist und will mir jetzt diese Highlights angucken. Ich kenne die Highlights nicht, ich kenne den Endscore von diesem Game nicht. Ich weiß nur, dass Rhein Fire irgendwie andauernd mies abgeht. Die haben bestimmt auch viele Fans, deswegen lasst uns da drauf zusammen reagieren. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Like da, abonniert, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und jetzt würde ich sagen, jumpen wir rein in die Reaction. The Weekend Highlights of the European League of Football, presented by Okay. So, es geht hier erstmal mit einem Lauf los. Schönen Touchdown. Sah easy aus, ohne Kommentator, nur Musik. Interessanter Schnitt mal wieder hier bei den Highlights. Clark ist auf jeden Fall der Quarterback, der ja anscheinend sehr krass ist. Oder vielleicht ist das Team insgesamt auch einfach sehr krass. Tiefe Bombe. Die kommt direkt mal an. Die kommt direkt mal an, okay. Ich bin gespannt, was wir heute sehen, Alter. 2-3. Hat der Zeit, Alter. Schön. War das ein Corner? War das ein Deep Out? Ich weiß nicht, ich habe den Receiver nicht beobachtet. Aber Digga, der Quarterback hatte todesviel Zeit. Also vielleicht ist auch die O-Line einfach sehr krass von Rhein Fire. Gucken wir nochmal, geil, dass man das hier nochmal sieht. Sehr schön. Alter, schöner Wurf. Perfekter Wurf, Digga. Geil. So, jetzt haben die Guards den Ball. Und der wird erstmal gesackt. Okay, beim 3. und 11 sogar. Das heißt, definitiv werden die hier punten. 14-0 steht's. Rhein Fire hat den Ball. Wir sind im 2. Viertel. Oh, der ist picked! Okay. Ich wollte schon anfangen, den Kopf zu schütteln, weil ich dachte, holy moly, was hauen die hier für Plays raus? Der Ball war, würde ich sagen, 1, 2, 3 Yards unterworfen. Also wenn der wirklich ein bisschen, einen Tick weiter geflogen wäre, wäre das ein Touchdown gewesen, weil der Receiver war durch, Alter. Oh, okay. Wird gesackt. Bisher gar nicht mal so dominant, wie ich jetzt irgendwie gedacht hätte. 14-0. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Offense von den Guards hat bisher überhaupt gar nichts gemacht, ne? Ah, hier jetzt mal ein Lebenszeichen. Schöner Run fürs First Down, der geht ins Aus. 50 Sekunden noch. Mal sehen, ob hier noch was geht in der ersten Hälfte für die Guards. Oh. Und wird es ein Pick 6. Oh, Digga, so close. Der Kommentator war auch schon so kurz davor zu sagen. Und das ist sein 3. Pick 6 dieses Jahr. Aber nee, ganz knapp davor gestoppt. Auch stark von dem Edge-Rusher, Digga. Durch den O-Liner und den Running Back durch. Boah, hätte da die 97 den Block ein bisschen besser rausgehauen, wäre das ein Pick 6 gewesen. Aber gut. Clark. Oh, war ein bisschen hoch, aber okay. Okay, first and goal haben sie. Alle auf den O-Liner sogar! Lieber an die O-Line oder was? Geil, feier ich. O-Line wichtig. O-Line wichtig, wichtig, wichtig. Wichtig und richtig. Ja, das ist doch cool. I like it. Okay, 21-0. Hä, warte mal. Ja doch, jetzt sind wir doch im 3. Viertel, oder? Weil da unten steht Second, aber das soll wahrscheinlich 2. Hälfte bedeuten. Oder, die haben doch nicht 21 Punkte im 1. Viertel gemacht, oder? Keine Ahnung, ich höre auf zu reden. Ich klinge wahrscheinlich wie ein Hohlkopf, der hier gerade nichts versteht. Wir gucken einfach mal weiter. Rhein Fire steht übrigens auf 4-0, sieht man da unten, unter, also bei den 21 Punkten. Die Guards stehen 0-4. Das ist amerikanisch, Digga. Das ist amerikanisch, diese Connection. Ich weiß nicht, ob der Receiver wirklich ein Ami ist, aber das ist Ami-like. 4. und 2. 4. und 2.
Boah, schön, Digga. Beim vierten und zwei so einen tiefen Wurf rauszuhauen, ist mutig auf jeden Fall, ja. Respekt. Nächster Touchdown für Ryan Fire. So ein schöner Wurf, Alter. Geil, Junge. Sexy. Ich liebe das, wenn man so geile Quarterback-Würfe sieht. Das war ein fetter Blitz auf einem Design-Quarterback-Run. Das hat überhaupt nicht geklappt. Also die Guards reißen ja wirklich gar nichts, ey. Die hatten ein Play, was jetzt in den Highlights drin war, oder? Ein einziges Play und das war dieser Lauf für einen First Down. Wenn ich gerade nichts vergesse. 28-0. Ja, jetzt steht da unten auch Third. Okay, also wir waren doch im dritten Viertel. Die Anzeige wurde nur noch nicht gefixt quasi. Das war übrigens gerade unfassbar stark von Clark, weil der hat so kassiert und hat den Ball trotzdem so stabil angebracht. Also spult gerne zurück, wenn ihr es nochmal sehen wollt. Clark wurde übelst umgehauen. Geiles Play. Süß, sagt er. Digga, geiles Play. Clark rollt raus. Pass perfekt im Lauf geworfen. Receiver setzt sich durch. Hier Rollout. Boah, das ist so ein guter Pass, Digga. Das ist wirklich nicht einfach, ne? Im Laufen den so zu werfen. Stark. Pump Fake und die fallen voll drauf rein. Ist das ein Touchdown oder Two-Point-Conversion? Boah, noch ein Touchdown, Alter. Digga, ey. 40-0. Und wir sind im dritten Viertel. Die O-Line hält wieder unglaublich gut stand, aber gut, waren glaube ich auch nur drei D-Liner. Oh, krass, ey. 41-0. Digga, die einzigen offensiven Highlights, die man von den Guards sieht, sind Sacks und Tackles for Loss. Ist es Rennig? Rennig, Baby. Fast drin, Alter. Der gute alte Rennig. Ah, oh, Mann. Das hätte ich ihm gegönnt, wenn das ein Touchdown geworden wäre. Aber da hat er ihn. Let's go, Rennig. Let's go. Sehr schön. Rennig, sag mir, wie fühlt es sich an, Teil eines wahrscheinlich 5-0 Teams zu sein? Geisteskrank. Digga, Clark war doch auch der, der letztens in irgendeinem Spiel 8 Touchdowns hatte, oder? Gestört, 51-0 gewonnen, Alter. Wow. Das muss ich, also für die Guards, Digga, ist ja richtig geil. Krass. Also wird Rheinfeier der Champion oder was dieses Jahr? Also die rasieren ja alles, Alter. Das ist ja gestört, ey. Respekt auf jeden Fall an Rheinfeier, Respekt an Clark und herzlichen Glückwunsch, meine persönlichen herzlichen Glückwünsche an Rennig, falls du das Video siehst. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Gut, Leute, das soll es mit dem Video auch schon wieder gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert natürlich gerne, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.